In diesem Video zeige ich euch von Cricut Learn, wie man das Transfer-Klebeband benutzt. So, dazu haben wir hier wieder so ein ganzes Tutorial. Und zwar benutzt man halt das Transfer-Klebeband, um mehrere Objekte gleichzeitig von der Folie, wo man es ausgeschnitten hat, auf ein Objekt zu machen. Oder generell halt diese ganzen kleinen geschnittenen Sachen vollständig zu übertragen. Das wusste ich auch noch nicht. Und zwar gibt es drei verschiedene Transferklebebandarten. Einmal dieses ganz normale Standardding mit einem Trägerpapier und grauem Raster. Dann gibt es ein Transferklebeband ohne Trägerpapier mit grauem Raster. Und eines, welches wirklich sehr stark ist, extra für sehr viele kleine Sachen. Das hat auch Trägerpapier mit lilanem Raster. Habe ich bis jetzt noch nie gesehen oder gehabt. So, warum sollten wir das Transferklebeband benutzen? Wie schon gesagt, um besonders ganz viele kleine filigrane Elemente auf ein Objekt übertragen zu können. Vor allem nicht nur es übertragen zu können, sondern so wie wir es halt haben wollten im Design Space mit dem richtigen Abstand und den ganzen Pipapo. Welches Transferklebeband ist jetzt für welche Folie geeignet? Also einmal ganz grob, das Standard-Grip Transferklebeband kann man eigentlich für alles benutzen. Nur für die Sachen, die Glitzer haben, schimmern oder halt ganz viele kleine Elemente haben. Dazu wird dann eher das mit dem stärkeren Grip empfohlen. Kommen wir nun dazu, wie man überhaupt dieses Transferklebeband benutzt. Und zwar, wenn ihr hier, wie in diesem Beispiel, zum Beispiel Herzchen habt, nehmt ihr alles andere, was nicht diese Herzchen sind, weg. Dann schneidet ihr euch für die gewünschte Größe dieser Herzen einmal ein Stück aus dem Transferklebeband. Dann steht hier, soll man das etwa 1 cm auf eine Oberfläche zum Beispiel kleben und dann hier festhalten, abziehen, so ein bisschen rollen und mit dem Schaber direkt schon festmachen. Dann alle Seiten einmal festrummeln, wie in dem einen Video, was ich auch schon mal gemacht habe, von hinten, von vorne, die ganzen Seiten und dann vorsichtig und langsam ablösen. Ihr wisst, wenn ein Herz nicht abgeht, nochmal kurz einen Schritt zurück und nochmal ein bisschen rubbeln. So, dann nehmt ihr euch das Band mit den Herzen, zum Beispiel hier wie diese Tasse, und positioniert es so, dass es passt. Und dann rubbelt ihr langsam die Herzen von dem Transferklebeband auf die Tasse. Kommen wir nun dazu, wie man das Transferklebeband ohne Trägerpapier verwendet. Auch dazu wird wieder das gewünschte Motiv von den Rändern entfernt, beziehungsweise die Ränder von dem gewünschten Motiv. Dann nimmt man sich hier dieses Klebeband und soll das auf eine gerade, also mit der geraden Seite auf eine saubere Fläche kleben, die gewünschte Größe abschneiden für das Objekt. Dann dieses halt da drauf rubbeln, rakeln, wie auch immer. Und vorsichtig die eine Seite entfernen, steht dort, von dem Trägerpapier des Vinyls. Dann auf das Objekt, was man verzieren möchte, drauf machen. Gucken, dass keine Bläschen entstehen und keine Wellenkratzer und so. So. Und dann macht man die eine Seite fest, dann zieht man später die zweite Seite ab und fertig ist es. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was der Unterschied sein soll, aber okay. Ich würde trotzdem, glaube ich, das mit Trägerpapier nehmen, weil ich jetzt noch nicht so den Vorteil-Unterschied gesehen habe, weil man benutzt ja einfach das Trägerpapier von dem Vinyl anstatt von... Aber man benutzt das sowieso von dem Vinyl. Okay, muss man nicht verstehen.
So schnell sind wir jetzt schon mit dem Kurs fertig. Die gibt es leider nicht mehr, diese Internetseite, also Cricut Learn. Dafür aber den YouTube-Kanal, wo es steht zumindest oder stand in der E-Mail, die wir bekommen haben, dass alles, was dort ist, dann auch auf YouTube bei deren Kanal sein soll. Ich hoffe es. Wenn nicht, habt ihr hier auf jeden Fall mein Video einmal von der Seite, wie das Ganze aufgebaut war, / ist. Vielleicht findet man ja noch ein paar Sachen. Und wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg beim Nachmachen und Lernen. Bis dann! Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo meines Kanals.